Da steht er. Ich habe ihn stehen lassen wegen Schwierigkeiten, ihn hier aufs Boot zu kriegen. Und Piranhas waren auch im Wasser und deswegen habe ich gesagt, nö. Ich habe den Sattel am Start. Ich brauche auf jeden Fall noch so einen. Irgendjemanden, den ich Orang-Utan Klaus nennen kann oder so. Oh, scheiße. So. Nice. Oh, er macht die Welle, oder was? Ja, ist total überladen, ne? Schade. Ja gut, da muss ich halt erstmal was wegbauen. Macht ja nichts. Ich mache gerade ein bisschen meine Base schöner. Ah, es ist eigentlich eine Steinverschwendung, aber wir machen das jetzt. Macht er immer noch nicht, der alte Louis? Moment. Das sind die Probleme, mit denen ich hier zu kämpfen habe. Ich wollte eigentlich hier Steine farmen, aber mit Krokophant ist das so eine Sache. So. Du hast Sachen. Du kriegst das. Jo, du kriegst auch das und noch die Steine und dann bist du vielleicht, vielleicht leicht genug. Oder ich. Ja, ist schon voll, aber geil. Okay, keine Piranhas gerade hier. Wenn ich nicht, super. Also wenn ich nichts mache, kommt da hoch. Das ist cool. Ich habe noch nicht Shift gedrückt, ich bin noch nicht schnell. Ja, da arbeiten wir noch dran, aber nice. Ist auf jeden Fall viel, viel besser als die Schildkröte. Komisches Geräusch. Aber man kann mit dem Krokophant arbeiten. Aber nicht aufs Boot. So, da vorne ist lila Drops, den muss ich mir holen, aber vorher bringe ich Krokophant weg. Ihr seht, man hat schon ein bisschen mehr Platz hier zum Rumreiten und so. Und ja, hier die Seite, die ist so unregelmäßig und wird immer tiefer, deswegen baue ich da mein Geländer hin. Na, fürs Outlooking halt, ne? Und der muss eigentlich auch weg, der alte Köter. Nein! Du. Du? Gewicht, damit du mich überhaupt mal tragen kannst. Ich wiege ja alleine schon ohne irgendwas mehr als. Ja, ist egal. Er ist jetzt eingemauert. Der ist so eine Art Gargoyle. So, zwei habe ich übrig. Die packe ich erstmal hier irgendwo rein. Meine sehr vollen Kisten. Gut. Da seht ihr, da sind eine Menge Fackeln drin und anderer Scheiß. Bei Zeiten wird das alles meine Base verschönern. Ich mache das auch nicht breiter, die Rampe. Die bleibt so dreiermäßig, oder? Oder vielleicht wäre noch vielleicht vierte Rampe dran. Wäre schön, wenn ich die auch aus Stein machen könnte. Aber ich meine, es gibt keine Steinrampe. Zumindest habe ich die nicht gefunden. Naja, müssen wir mal gucken. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Oh, schöneres. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich baue ja noch ein bisschen hier in die Richtung der Insel. Was dann schräg. Chitin. Ja. Alles klar. Das ist mein erster Chitin. Scheiße. Lege ich jetzt mal an. Ich bin da nicht so. Ich muss jetzt nicht die beste Ausrüstung haben, weil ich bin einfach auch von Natur aus OP. Ihr seht, ich habe jetzt schon wieder große Fresse. Die Insel ist auch ein blühendes Paradies geworden für
Herbivoren. Es müssten ungefähr mindestens ein halbes Dutzend Brontos hier auf der Insel sein, die sich hier sehr, sehr wohl fühlen, nachdem wir zusammen Hand in Hand ein bisschen aufgeräumt haben. Ihr seht es mit dem Baseball, geht natürlich langsam voran, aber es ist halt sehr, 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 sehr intensiv, oder ich keine Mods benutze und das alles tatsächlich ehrlich selber mache. Weg. Du bist nett. Frisst erstmal deinen Kollegen. Wie viel? Was ist denn los mit euch? Danke für die Hilfe, aber das wollte ich nämlich vermeiden. Muss ich nämlich noch gucken, dass ich keinen Trike hier anböller. Na toll. Nein! Ach, wisst ihr was? Der macht das schon. Macht er nicht, weil. Passiv, aua! So. Nahkampfschaden. Ihr wollt auf die Fresse? Ja, komm her. Ist immer sehr gefährlich, hier solche Schildkröten anzugreifen, weil dann hat man direkt drei am Arsch. So, Ende. Wo ist der Trike? Feiges Stück. Nein, der Krokofant ist mitgekommen. Warum? Ich habe doch nichts von Folgen gesagt, oder? Ist bestraft. Der müsste krass rumfliegen. Oder? Nein. Also oft fliegen diese Viecher, die stuck sind, krass durch die Gegend. Ich guck mal. Das beunruhigt mich ein bisschen, dass er da so einfach treibt. Wieso ist mir heiß? Ich bin im Wasser. So, du machst Gewicht hoch. Naja, nicht die große Fresse, du bist noch nicht so toll. Gut.
Das könnte durchaus blöd werden. Daher gucke ich mal. Keine Narkosemittel. Wo ist denn? Ey! Eine Scheiße, hier hat's mir mein Mörser zerböllert. Warum? Warum? Kacke. Dann muss ich halt mal anders. Zack. Ja, ganz so viel. Ich weiß gar nicht. So, wie viel machen wir mal? Eins, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich brauche für den Spino. Ich mache jetzt mal 40. Ich brauche keine 40, das weiß ich. Und normale Pfeile. Alles klar. Ich nehme die Narkosemittel mal mit. Kloppt. Du bist doch nicht mal meiner. Dann kommen die einfach hier rein. Da wünsche ich mir immer, dass ich speichern könnte. Ich werde gucken, dass ich irgendwie auf den Böller, wenn er gerade irgendwie im Kampf ist mit einem Piranha oder so, und dann kann ich ihm so ein paar Hits geben, während er kämpft. Ich kann sowieso schlecht entkommen, weil der schwimmt ja auch ganz passabel. Giganotto war da auch da in meine Blickrichtung, so am Rande. Ja, ich bin durchaus gespannt. Ja, sicher. Ja, klar. Kloppt. Ich will meine Pfeile wieder. So, 4. Kann ich den? Ich werde den versuchen anzuhitten und dann soll er sich hier erstmal austoben. Ich hoffe, das geht so, wie ich mir das denke. Wenn nicht, bin ich ja tot. Und Alu wahrscheinlich auch. Aber oh, sorry, das wollte ich gar nicht so. Kommst du mal ran? Der ist noch relativ weit weg. Jo. Hat gehetet. Ich habe jetzt keine Musik. Warum? Warum? Kommst du auf mich zu? Ja, Junge. Ich sehe dich nicht. Zwei. Scheißen Dreck.
Hi. Vier. Komm noch mal raus. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ich hoffe nicht, dass er sich ins tiefe Wasser verzieht. Oh, acht. Beiß ihn! Neun. Weiß jetzt nicht. Ich will nicht, dass die den kaputt machen. Arsch. Er blutet schon. Weichei. Pfeife. Feigling. Hatte Angst vor den Turtles, ey. Ich. Das kann wahrscheinlich machen die den jetzt sogar. Das wäre echt blöde. Gut. Nein, jetzt nimmt er die Trikes hier auseinander. Ich muss halt abpassen, dass die den nicht mehr kaputt machen. Oh, habe ich Glück gehabt. Da oben ist der Giganotto, meine ich. Jetzt muss ich aber ranhalten. Reinhalten. Sonst regt er sich hier zu sehr hoch wieder. Das will ich auch nicht. Oh, ist der scheiße. Was habe ich schon hier verbraten an. Nee. Ja, jetzt das Try kann ich jetzt voll vergessen. Ach Mann. Das ist ein bisschen mir zu nah an dem Giganotto. Doch kein Scheiß da oben. Da oben. Oh Mann, der reißt da ab, die Wälder, ey. Ja, geh in die Bäume, das ist gut. Das ist eine feige Sau, wirklich. Das ist ja schlimmer als ein McFly. Wieso wollte ich so einen nochmal haben? Jo, jetzt ist er stuck. Er ist stuck! Nicht! Er rennt einfach durch den Baum. Like a boss.
Ja, also, was soll ich machen? Wir versuchen ihm jetzt einfach zu geben. Los, Kollegen, schnappt ihn. Ist natürlich unfair, wenn er dann unter Wasser ohnmächtig wird, habe ich natürlich nichts davon. Darum geht's ja. Dann ersäuft das Vieh. Da habe ich keine Böcke drauf. Ist ein alter Manta. Soll ich dir den Fangschuss geben? Nee, ne? Also ich merke schon, für den Spino brauche ich sehr viel mehr Narkosemittel, weil das klappt so einfach nicht. Schade.